Gefallen und verrat ihr nichts. Ich will sie überraschen. Ich bin nicht so wie andere Frauen. Wie denn? Ich bin nicht an Schmuck oder Autos interessiert. Sondern? Ich will lernen. Mich weiterentwickeln. Was kann ich dafür tun? Mich dabei mit deiner Kompetenz und Erfahrung unterstützen. Kathi, du überraschst mich immer wieder. Ein Glas Champagner? Mir würde auch ein Glas Wasser genügen. Wer zum Teufel? Tach. Heiko? Na, Cousinchen? Was machst du hier? Na, jedenfalls nicht mit einem grauhaarigen Sugar Daddy den Champagner danach saufen. Nur kein Neid, junger Mann. Ich kann mich gerade noch beherrschen. Ich glaube, ich spinne. Mein Cousin. Kathi, warum suchst du dir nicht endlich mal einen Typen in deinem Alter? Mein lieber Junge, ich versichere Ihnen, von mir könnten Sie noch allerhand lernen. Was zu beweisen wäre. Unser junger Freund hier ist ja ein richtiger Heißsporn. Wir sehen uns später. Ey, lasst euch von mir nicht stören. Es tut mir leid. Kleine, freche Kröte. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Immer noch der nervende Klugscheißer. Jetzt werd mir nicht gleich persönlich, Frau Neubauer. Wo kommst du eigentlich her? Aus Biancas Bett. Und seit wann bist du wieder zurück? Frisch eingeflogen. Auf der Straße hätte ich dich gar nicht erkannt. Ich dich schon. Gut siehst du aus, kleiner Streuner. Hey, lass das. Ich vergreife mich doch nicht an Kindern. Wo wir das geklärt hätten. Wer war denn der Tatterkreis? Doch nicht der neue Lover, oder? Ich freue mich auch, dich nach 4 Jahren endlich wiederzusehen. Naja, gute Nacht. Ja. Entschuldigung, ist Alexander nicht da? Der ist schon nach Hause. Oh, gut, danke. Bleiben Sie, bitte. Warum? Um zu plaudern. Fürs Plaudern, Herr Wellinghoff, werde ich nicht bezahlt. Sie sind doch sowieso unbezahlbar. Woher wollen Sie denn das wissen? Frau Heilmann, ich bin vielleicht mal etwas voreilig. Aber meine Menschenkenntnis ist nicht die schlechteste. Nun, wenn Sie es sagen. Setzen Sie sich. Bitte. Nun, ich sitze. Frau Heilmann, ich möchte mich bei Ihnen in aller Form entschuldigen. Ich nehme an, für Ihr unsägliches Verhalten im Fischverfahren. Ja, es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Das habe ich mich allerdings auch gefragt. Ich verspreche Ihnen, so etwas kommt nie wieder vor. Bitte, nehmen Sie meine Entschuldigung an. Also gut, Entschuldigung angenommen. Danke, ich weiß Ihre Großmut zu schätzen. Jetzt übertreiben Sie mal nicht. Könnten Sie jetzt bitte meine Hand loslassen? Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich Ihnen jetzt glatt das Du anbieten. Gut, dass Sie es besser wissen. Immer abwarten, Schätzchen. Immer abwarten. Was machst du hier? Dich küssen. Du musst arbeiten.
Das tue ich doch. Sehr hart sogar. Oh, an einen schwarzen Monitor? Ich bewundere Sie, Herr Wellinghoff. Stromsparmodus, Frau Berger. Ah, verstehe. Was ist? Ich wünschte, du müsstest nicht arbeiten. Wenn ich das nicht tue, verliere ich meinen Job. Ich würde für dich sorgen. Das könnte teuer werden. Oh. Wie lange musst du denn noch arbeiten? Bis ich Feierabend habe. Und was machst du als nächstes? Ich beziehe das Bett deiner Eltern. Judith, was ist los mit dir? Ach. Ich warte immer noch auf das Ergebnis. Vom Trippeltest? Dr. Silberstein hat noch nicht angerufen, oder? Nein. Dachte ich mir. Mach dir nicht so viele Gedanken. Wenn wirklich etwas Ernstes wäre, dann hätte Dr. Silberstein sich schon längst gemeldet. Sicher. Trotzdem wäre ich ruhiger, wenn wir das Ergebnis endlich hätten. Auch Routineuntersuchungen müssen ausgewertet werden. Das braucht eben Zeit. Ja, natürlich. Du hast ja recht. Danke, Ariane. Wofür? Dass ich mir vorstellen kann, wie du dich fühlst? Du bist so lieb zu mir. Eigentlich mache ich mir Sorgen um Oliver, um unsere Beziehung. Es wird alles gut. Hast du schon mit deinen Eltern gesprochen? Ja, gestern Abend. Nur ganz kurz. Es geht ihnen gut, sie lassen herzlich grüßen. Wann wollen sie nach Deutschland kommen? Ach, wenn es nach Mama ginge, schon nächste Woche, aber mein Vater hat keine Zeit. Vermisst du sie sehr? Manchmal. Nur ein bisschen. Schließlich habe ich ja euch. Nicht auszudenken, wenn wir wirklich zusammen leben würden. Das wäre doch toll, oder? Sicher, aber keiner von uns würde noch irgendwas tun. Außer glücklich sein. Träumer. Ach, wenn das nur unser Schlafzimmer wäre. In diesen Farben? Vergiss es. Farben? Wieso? Ist doch schön. Ich sehe alles nur rosa. Hey. Wenn das unser Bett wäre, dann dürftest du das Bettzeug nicht frisch beziehen, sondern müsstest es mit mir zerfüllen. Das ist das Schlafzimmer deiner Eltern. Du willst mich nicht. Oh. Mehr als alles auf der Welt, aber nicht jetzt. Doch jetzt, aber nicht hier. Ich muss weiterarbeiten. Ich auch. Bezahlt der Alter eigentlich gut? Ich weiß ja nicht, was du so vorhast, aber ich muss arbeiten. Also nicht so doll. Geh spielen. Sag mal, Kathi, putzt du auch auf diesem Gut? Ich? Hm? Andere Leute Dreck wegmachen? Ich bin die persönliche Assistentin von Frau Wellinghoff. Wow, persönliche Assistentin. Bist ganz weit vorn, ha? Huh? Von nichts kommt nichts. Sagte die Spinne und wartete träge auf die nächste blöde Fliege. Mach doch, was du willst. Ich muss los. Gehst du zum Gut? Ich bin dabei. Und ich, restlos begeistert. Ich habe nichts anderes erwartet. Ach, da bist du ja. Pascal, ich denke, du bist bei Vater im Büro. Da komme ich gerade her. Oliver, ich muss dich dringend sprechen. Wir wissen gleich. Geht's um das Korea-Projekt? Um unser Korea-Projekt, ganz recht. Lass hören. Weißt du, was das hier ist? Ach, Pascal, bitte komm zum Punkt. Vater hat mich total abgebürstet. Er sagt, alle Projekte östlich vom Ural... bereiten ihm Magenschmerzen? Das waren exakt seine Worte. Das habe ich befürchtet. Wenn du das vorher gewusst hast, warum hast du mich dann ins offene Messer laufen lassen? Es tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Prima. Und wie gehen wir jetzt vor? Wenn dieses Projekt wirklich so lukrativ ist, wie es scheint... Es ist der Renner. Dann brauchen wir eine wasserdichte Strategie, um Vater zu überzeugen. Und wasserdicht bedeutet konkret? Ein perfektes Konzept, damit wir lückenlos argumentieren können. Wenn es weiter nichts ist? Sachverständige, Marktanalysen, Expertisen, einfach alles, was wir zu diesem Projekt finden können. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Das meiste habe ich bereits recherchiert, den Rest recherchiere ich heute noch. Gut. So wie du die ersten Ergebnisse hast, werde ich sie prüfen.
Natürlich. Und dann überlegen wir uns unsere Alexander-Überzeugungsstrategie. Wann? Sobald du die Unterlagen hast. Und wo? Hier oder in der Bank? Erstmal die Unterlagen, dann sehen wir weiter. Wenn du mich suchst, ich fahre wieder in die Bank. Gut, bis später. Viel Erfolg. Mensch, wird das heute noch was? Ich finde mein Portemonnaie nicht. Nimm nur das so lang. Danke. So, habe ich jetzt alles? Du sag mal, Bianca hat gesagt, ich kann jetzt eine Weile bei euch bleiben. Ist doch okay für dich, oder? Sicher, wenn Bianca das sagt. Obwohl, auf Dauer wird es ein bisschen eng. Wir sollten uns vielleicht mal was Größeres leisten. Wieso? Ist doch gemütlich. Unter gemütlich verstehe ich so 5 bis 6 Zimmer. Das wären optimal. Ey, in Kathmandu haben wir zu 5. in einem Zimmer gepennt. Ist mir doch egal. Mit deiner ganzen Kohle könnten wir uns ruhig was Größeres machen. Was denn für eine Kohle? Naja, ich bin davon ausgegangen, dass du inzwischen ein erfolgreicher Goldgräber oder Diamantenschürfer geworden bist. Goldgräber? Diamantenschürfen habe ich alles gemacht, aber erfolgreich ist echt was anderes. Schade aber auch. Also dann doch durch ehrliche Arbeit arm bleiben. Ach, gut, dass du kommst. Im Wintergarten müssen ein paar Glühbirnen ausgewechselt werden. Vater, ich fürchte, dabei kann ich dir nicht helfen. Sorry, ich habe echt keine Zeit. Bin auf Abruf. Pascal will gleich wieder in die Bank. Apropos Bank. Ich brauche Geld. Na, Bärbel, da bist du ja voll der Einzelfall. Hm? Ja, nicht für mich persönlich. Frau Krause, soll das heißen, Sie haben schon wieder das komplette Haushaltsgeld ausgegeben? Ausgegeben? Herr Behringer, wo denken Sie hin? Damit zünde ich doch immer das Kaminfeuer an. Ich sag's ja, unsere Bärbel neigt zu Verschwendungssucht. Ja. Deine Bärbel wird dir gleich was husten. Das macht man schön unter euch aus. Ich muss. Also, Bärbel, was ist jetzt mit dem Geld? Vergessen Sie's. Ab sofort gibt's nur noch einen Topf. Aber sind Sie doch nicht so, Bärbel. Wir können doch über alles reden. Über alles? Georg, Sie verblüffen mich immer wieder. Voila! Wow. Nur vom Feinsten. Wem's gefällt? Nur kein Neid, du Rotzlimmel. Ein bisschen protzig für einen Lieferanteneingang, ha? Huh? Herzchen, das hier ist der Haupteingang. Leute wie du nehmen normalerweise die Tür unten rechts. Mhm. Und da geht's dann wahrscheinlich zu den Sklavenkerkern. Zu den Bedienstetenräumen. Waschkeller, Weinkeller, Heizungsraum, Küche und so weiter. Bianca arbeitet auch da. Kathi, sag mal bitte niemandem, wer ich bin. Was soll denn das jetzt? Naja, wenn die nicht wissen, dass wir drei verwandt sind, vielleicht fällt für mich auch ein Job ab. Du willst hier arbeiten? Selten so gelacht. Ich mein's ernst. Ja, ich auch. Ja, von mir aus. Versuch dein Glück. Bei Gelegenheit revanchiere ich mich. Nee, echt? Ist eine nette Hütte. So, ich muss. Die Arbeit. Du findest den Weg? Gerade so. Und mach bitte keinen Blödsinn, ja? Keine Panik. Ich schaue mich nur ein bisschen im Garten um. Park. Gut, Wellinghoff liegt in einem Park. Oh. Ja, dann schaue ich mir den auch noch an. Man sieht sich.